Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philosophie auf der Fähre. Bei uns hier in Rheinhessen grassiert zurzeit die amerikanische Schweinepest und die zuständigen Behörden geben sich intensiv Mühe, zu verhindern, dass sich diese Tierseuche weiter ausbreitet, weil sie gefährlich ist und weil sie eben auch sehr übertragbar ist. Da sind verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel ist das Oppenheimer Wäldchen gesperrt. Zum Beispiel sind überall, wo sich diese Schweine aufhalten, die Gebiete mit Elektrozäunen umzäunt. Damit ebenso ist die Hoffnung, die Tiere zumindest in dem Gebiet bleiben. Also damit die verseuchten Tiere zumindest in dem Gebiet bleiben, wo sie derzeit sind. Angeblich sind im Oppenheimer Wäldchen auch schon mindestens 12 tote Wildschweine gefunden worden. Zu diesen Maßnahmen gehört eben auch, dass die Feldwege und die Waldwege gesperrt sind für jedermann. Und zu der Maßnahme gehört auch, dass zurzeit in Nierstein, Oppenheim, Nackenheim und ich glaube auch bis Guntersblum im Prinzip der Sportbootbetrieb verboten ist. Das heißt, man darf also nicht mehr mit Sportbooten und Jetskis durch die Gegend düsen. Man hat eben hier die Hoffnung, dass dadurch eben weniger begleitender Lärm entsteht und die Tiere eben nicht aus diesen eingezäunten Gebieten rausgescheucht werden. Denn wenn so eine ausgewachsene Wildsau mit Schmackes auf so einen Zaun zurennt, dann bricht die da auch durch. Das heißt also, der Sportbootbetrieb ist verboten, eingeschränkt. Es gibt eine Allgemeinverfügung. Das macht sich unter anderem darin bemerkbar, dass eben auch die Rampen, über die man die Sportboote zu Wasser lassen kann, gesperrt sind. Die Feuerwehr und auch wir von der DLRG dürfen die Rampen benutzen, um im Einsatzfalle oder wenn wir eben eine Veranstaltung auf dem Wasser überwachen müssen, dass wir eben dann mit unseren Einsatzbooten ins Wasser kommen. Also heißt, wir dürfen die Rampen benutzen. So. Letztes Wochenende hatten wir eine Veranstaltung, haben also in Nierstein Schifferstechen auf dem Niersteiner Winzerfest überwacht. Diese Veranstaltung ist also nicht untersagt oder abgesagt worden. Und als wir dann unser Sportboot ins Wasser gelassen haben, haben wir eben festgestellt, dass vor uns jemand schon einfach mal die Absperrung beiseite geräumt hatte. Und da war auch einer dabei, sein Boot zu Wasser zu lassen, sein Sportboot. Und dann haben wir ihn gefragt und er sagte, ja nö, jetzt stehen ja überall die Elektrozäune, deshalb ist das Sportbootfahren wieder erlaubt. Und als wir dann diese Veranstaltungsüberwachung gefahren haben, sind auf dem Rhein auch einige Sportboote unterwegs gewesen. Und auch der ein oder andere Jetski-Fahrer ist da in wildester Manier durch die Gegend geschossen. Und wie gesagt, laut Aussage dieses einen Sportbootfahrers sei das Ganze wieder erlaubt und zulässig. So. Dann hatten wir gestern eine Veranstaltung von der Kreisverwaltung, wo eben über den aktuellen Stand der amerikanischen Schweinepest informiert wurde. Und auf dieser Veranstaltung wurde uns erklärt, Pustekuchen, dass Verbot für Sportboote, Jetskis und so weiter besteht nach wie vor und die Rampen sind auch nach wie vor gesperrt. Das heißt, in Zukunft wird es jetzt so gehandhabt, die Rampen werden tatsächlich, ich sage mal, technisch abgesperrt, abgeschlossen und Feuerwehr und DLRG bekommen dann eben für den Einsatzfall einen entsprechenden Schlüssel. So, warum erzähle ich euch das Ganze? Ganz einfach, hier tritt mal wieder so ein typisch deutsches Verhalten an den Tag. Was meine ich damit? Ganz einfach, mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Menschen, die denken, Verbote gelten für die anderen, aber für mich gelten sie nicht, ich darf machen, was ich will. Das heißt also, gestern wurde da oder am Wochenende wurde da einfach das Sperrschild beiseite geräumt, obwohl da auch mit einer, also die Absperrung beiseite geräumt, obwohl da auch auf einem Sperrschild sehr deutlich draufsteht, dass die Rampe und eben der gesamte Bereich Sperrgebiet ist, aber wurde einfach abgeräumt. Und es wurde eben fröhlich das Sportboot zu Wasser gelassen, getreu dem Motto, ja, das Verbot gilt nicht. Oder aber ich denke mir einfach einen Grund aus, warum es nicht gelten sollte, falls mich jemand fragt. Und dieses Verhalten hast du ja mittlerweile überall bei verschiedensten Verboten. So, Augenblickchen, ich muss eben meine Fähre bezahlen. Morgen. Moin. Dankeschön. Morgen. So, dieses Verhalten hast du ja mittlerweile eigentlich überall. Wir hatten im Frühjahr ein Hochwasser und da haben wir eben im offiziellen Auftrag Dammwache gemacht. Das heißt, wenn Hochwasser ist, sind auch die Dämme und eben alle Wege im Bereich des Hochwassers gesperrt. So, was passiert?
Da geht eine Dame mit ihrem Hund. Sie wird darauf angesprochen, dass der Damm gesperrt ist und dass sie sich da nicht aufhalten darf. Dann pumpt sie einen an. Ich gehe hier seit 20 Jahren mit meinem Hund. Das lasse ich mir nicht verbieten. Und sie haben mir schon mal gar nichts zu sagen. Also, das meine ich mal mit diesem typisch deutschen Verhalten. Schau dir den Verkehr an. Ampel rot, macht nichts. Fahre ich drüber, werd ja eh nicht erwischt. Innerorts Tempo 50, macht nichts. Baller ich mit 70 weiter, dasselbe. Und so weiter und so fort. Das heißt also, wir Deutsche haben meiner Meinung nach mittlerweile in großen Teilen der Gesellschaft eine Mentalität entwickelt, die im Prinzip nur darf, aber nichts muss, alle Rechte hat, aber keine Pflichten. Und dann ist es eben so, dass man sich über Regeln oder auch meinetwegen ungeschriebene Gesetze und sowas alles hinwegsetzt und einfach macht, was man will. Ja, und das finde ich schade und ich bilde mir zumindest auch ein, dass das auch immer schlimmer wird. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Thema sagen und unten unter der Videobeschreibung in die Kommentare schreiben. Also, das war's für heute. Ein kleines bisschen länger als sonst. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.